1943. Ernestine Koch, geboren 1893 in Wiesbaden, und ihr Ehemann Edgar Koch, geboren 1905 in Halle, leben gemeinsam in einer Wohnung im ersten Stock der Hardenbergstraße 3. Kennengelernt hat sich das Paar durch die alternative Jugendbewegung Wandervogel, deren Mitglieder sich vom großstädtischen Leben entfernen und ein Leben in Einklang mit der Natur anstreben. Das katholische Paar betreibt das vegetarische Speisehaus Deutsche Volkskraft nahe des Marktplatzes in der ersten Etage der Schmerstraße 5. Edgar Koch ist gelernter Obstbautechniker. Für das eigene Restaurant betreibt er einen Gartenbaubetrieb nach biologisch-dynamischen Anbaumethoden. Mit ihrem Lebensstil wenden sich die 50-jährige Ernestine und ihr 38 Jahre alter Ehemann in Teilen von den industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts ab. Die politischen Erscheinungen dieser Zeit und die Ideologie des Nationalsozialismus scheinen sie nicht zu vertreten. Nach 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Deutschland befindet sich im Wiederaufbau. Die Hoffnung auf ein demokratisches und vereintes Deutschland schwindet jedoch schnell. Die Aufteilung des deutschen Staatsgebietes spaltet die westlichen alliierten Besatzungszonen von der sowjetischen Besatzungszone. 1949 wird die DDR gegründet, zu der auch Sachsen-Anhalt und Halle gehören. Die DDR ist nach sozialistischen und kommunistischen Zielen aufgebaut und wird von einer diktatorischen Staatsführung geprägt. Um Bürger mit kritischen Meinungen zu erkennen und zu sanktionieren, wird ein Staatssicherheitsdienst aufgebaut, der auch mit Hilfe von Spitzeln arbeitet. Doch im Hause der Kochs herrscht Solidarität. Inzwischen wohnt man hier zu sechst und beschließt, dem Leben in Halle den Rücken zu kehren, um ohne Angst vor Repressionen leben zu können. Diese Reise führt nach Westdeutschland. Zur Aufarbeitung der Geschichte durch den Zeitgeschichtenverein kam es, als wir eine E-Mail von Jochen Leibel aus Frankreich erhielten, in der er uns bat, ihm bei der Realisierung einer Gedenktafel am Wohnhaus des Ehepaars Kochs zu helfen. Wir haben gleich gemerkt bei der Anfrage, dass das was Besonderes ist und wir ihn da unterstützen wollen. Und zwar nicht nur, um ihm zu helfen, sondern weil wir es als ganz wichtig für die Stadt Halle fanden, dass wir das Anliegen weiterverfolgen. Im Februar 1943 holt die 34-jährige Johanna Landgraf ihre Freundin Käthe Leibel und ihren 2,5-jährigen Sohn Jochen aus dem Judenhaus in der Großen Fleischergasse in Leipzig ab. Obwohl Käthe Leibel zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihren Kräften am Ende ist und sich mit ihrem Schicksal arrangiert, kann ihre Freundin Johanna Landgraf sie mit Unterstützung ihrer Bekannten Pater Aurelius Arkenau und Erich Zeigner von einer Flucht überzeugen. Um Nachforschungen zu ihrem Verschwinden zu verhindern, täuscht Käthe Leibel mit einem Abschiedsbrief ihren Selbstmord vor. Zunächst versteckt Pater Aurelius Arkenau, der gemeinsam mit der Kommunistin Johanna Landgraf in einem Widerstandskreis organisiert ist, Mutter und Sohn für mehrere Tage in einem Dachzimmer seines Pfarrhauses im Dominikanerkloster Leipzig waren. Auch tauft Pater Aurelius Arkenau den kleinen Jochen bei Nacht und Nebel in seiner Kapelle. Die Taufpatenschaft übernimmt der Sozialdemokrat Erich Zeigner. In der Folgezeit wechseln Mutter und Sohn immer wieder ihre Verstecke und kommen bei Bekannten von Johanna Landgraf unter. Sie können allerdings nie für lange Zeit an einem Ort bleiben und sind häufig voneinander getrennt. Am Ende ist es Pater Aurelius Arkenau, dem es im Mai 1943 gelingt, über seine Berliner Kontakte falsche Papiere zu organisieren. Von nun an leben Käthe und Jochen Leibel unter den Namen Helga und Richard Rousseau. Mit der durch die falschen Papiere erlangten Sicherheit kann für Mutter und Sohn schließlich ein fester Aufenthaltsort gefunden werden. Anfang 1943 erreicht das Ehepaar Koch in Halle aus dem Dominikanerkloster Leipzig die konspirative Anfrage, ob sie bereit wären, eine Leipziger Jüdin und ihren Sohn bei sich zu verstecken. Die Kochs sagen zu, wohl wissend, dass sie damit ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Bei Edgar und Ernestine Koch finden die Leibels schließlich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine dauerhafte Bleibe und können ein relativ normales Leben führen.
Aber es gibt auch Situationen, in denen Käthe und Jochen um ihre Entlarvung und die Kochs um die Aufdeckung ihres Geheimnisses fürchten müssen. Dazu kommt es jedoch nicht. Bis auf das Ehepaar Koch kennt niemand die wahre Identität von Mutter und Sohn. Jochen Leibel ist häufig mit in der Gärtnerei, geht später auch in Halle zur Schule und wird von den kinderlosen Kochs wie ein eigener Sohn behandelt. Käthe Leibel hilft bei der Arbeit in der Gärtnerei. Auch nach dem Krieg leben alle weiterhin gemeinsam in Ernestines und Edgars Wohnung. Zusätzlich nimmt das Ehepaar zwei Pflegekinder aus Ostpreußen in die Familie auf. Käthe und Jochen Leibel können nun wieder offiziell unter ihren Geburtsnamen leben. Käthe Leibel erhält den Status Opfer des Faschismus, was für sie mit Erleichterungen verbunden ist. Es führt allerdings auch dazu, dass sie gedrängt wird, das unkonventionelle Ehepaar Koch zu bespitzeln. Daraufhin beschließen Käthe Leibel, Ernestine und Edgar Koch, die DDR gemeinsam zu verlassen. Sie und die drei Kinder fliehen 1951 nach Westdeutschland. Der Mut und die Selbstlosigkeit von Ernestine und Edgar Koch bleiben ihr Leben lang verborgen und werden in der Öffentlichkeit nicht gewürdigt. Edgar Koch stirbt 1978, seine Frau Ernestine 1982. Das Ehepaar wird in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof von Bad Orb beerdigt. Die stillen Helden, ja, haben eine Geschichte natürlich. Vielleicht wissen Sie, dass es zwischen 1958 und 1966 eine Berliner Ehrungsaktion gab und die hieß Die unbesungenen Helden. Als wir uns im Jahr 2008 gründeten, war im Raum Gedenkstätte Stille Helden diesen Namen zu nehmen. Er hat uns nicht so richtig ganz gefallen, er beruht aber darauf, dass er ein Buchtitel von einer Publikation von Inge Deutschkron ist, die neben ihrer Biografie und etlichen anderen Publikationen ein Buch extra über ihre persönlichen 10 oder sogar mehr Helferinnen und Helfer geschrieben hat. Seitdem heißt die Gedenkstätte Stille Helden. Aus zwei Gründen. Still waren sie während der Zeit, als sie agieren mussten, in der Nazizeit. Sie waren aber auch hinterher still. Wir halten alles fest, wann ist wer wo wie gewesen und hat was gemacht, um diese Tatsachen mal klar zu haben. Und schon allein das herauszufinden, ist manchmal ganz schön schwierig. Weil die Erinnerung ist natürlich nach 45 noch da, aber ist sie 20 Jahre später noch da? Die jetzt noch leben, waren damals sehr jung oder Kinder. Und die Erinnerung von Kindern, das weiß man, ist lückenhaft oder eben als Kinder so geprägt, wie sie halt geprägt ist. Und die schriftlichen Quellen sind einfach nicht existent. Wenn jetzt die Kinder oder die Enkel davon erzählen, wird jeder Generation natürlich Wissen verloren. Es sei denn, es wird aufgeschrieben. Und deswegen sind die privaten Aufzeichnungen dieser Erlebnisse sehr, sehr wichtig. In unserer Datenbank namentlich erfasst haben wir 4.000, aber es sind wesentlich mehr. Wir müssen uns immer klar machen, wie groß eben die Gesamtzahl der Bevölkerung war. Und dass es wirklich wenige waren. Es war ein Phänomen des Tuns, was wirklich nicht viele umfasst hat. Ja. Die Helfer damals wussten überhaupt nicht, was ihnen selber geschieht, wenn sie Jüdinnen und Juden zu sich nach Hause aufnehmen. Das ist illegal gewesen. Sie haben Straftatbestände berührt, Urkundenfälschung. Sie haben die ganze Palette der Gesetze gegen die Kriegswirtschaftsverordnung berührt. Und das war eben genau das, was auch eine Diktatur ausmacht, nicht zu wissen, was mit einem geschieht. Mhm. Die Menschen, die ich gesprochen habe in den 80er Jahren, Leute, die geholfen haben, und ich habe sie gefragt, was haben sie sich denn vorgestellt, was passieren würde, wenn? Und über die Frage wollten sie überhaupt nicht groß reden, die haben nur so gesagt, so, Wir wissen heute, es gab keinen Straftatbestand. Sie wären vielleicht nicht hingerichtet worden. Aber sie hatten die Sorge, dass sie das Ganze nicht überleben können. Deswegen, es ist schwer, das in einem Wort wirklich zu fassen. Ich würde sagen, man brauchte ungewöhnlichen Mut, das zu tun. Einfach Mut.
Und ja, auch, ne? Entschuldigung, auch eine Form von Selbstlosigkeit irgendwo? Weil das ist, das, über das Wort sind wir auch ein paar Mal gestolpert. Ja, natürlich. Man muss seine eigenen Interessen so zurückstellen und sein eigenes Leben durchaus aufgeben in dem Moment, ja. Ja, und das ist etwas, das sind Zustände, die wir uns heute nicht vorstellen können. Ja. Wir leben in einer Demokratie, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Rechte, wir haben ein Rechtssystem, auf dem wir stehen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Ja, und im Grunde ist es ja auch so, wenn man heute irgendwie Zivilcourage zeigt, so wie es benutzt wird, dann wird man ja eigentlich vom Rechtsstaat gestützt, weil man ja praktisch sich einsetzt für was, das nicht toleriert wird. Und Genau, richtig. Und das ist etwas, was wir auch ins Heute transportieren können. Alles ist Entscheidung und Entschluss. Und deswegen haben wir auch bis heute natürlich diese Verantwortung, uns damit zu beschäftigen. Die Vergangenheit ist ein ganz wichtiger Baustein, um in der Zukunft überhaupt handlungsfähig zu sein, weil wir darauf ja stehen. Im April 2018 wurde ja in Halle, ganz in der Nähe des Marktplatzes, eine Gedenktafel für die Familie Koch angebracht. Und anlässlich dieser Einweihung der Gedenktafel gab es ja auch ein Zeitzeugengespräch. Und Sie waren damals anwesend. Können Sie uns dazu ein bisschen was berichten? Wir hatten die Einweihung der Tafel in der Schmerstraße 5 organisiert als öffentliche Veranstaltung. Es kamen viele interessierte Hallenser dazu und im Anschluss sind wir ins Stadthaus gegangen zu einem öffentlichen Zeitzeugengespräch. Besonders beeindruckend war, ihn im Kreis seiner Familie zu erleben und zu sehen, wie durch das Ehepaar Koch das Leben dieser Großfamilie, dieser vielen Nachkommen ermöglicht wurde. Das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen und hat uns eigentlich, es war eigentlich ein schöner Anlass, die alle zusammenzubringen. Und genau so hat es auch Jochen Leibel eigentlich in seinem Schlusswort bei der Veranstaltung zusammengefasst. Er hatte mal teilgenommen an dem Prozess gegen Klaus Barbie in Frankreich als journalistischer Berichterstatter. Und der hatte dort gesagt, wir haben unsere Aufgabe nicht vollendet, weil noch Juden leben. Und Jochen Leibel, das Anliegen war es zu zeigen, sie haben es nicht geschafft, hier sind wir. Und wir sind auch viele. Und das ist ein kleiner Triumph gegenüber der Geschichte, die er erleben konnte. Und wir waren alle sehr berührt, dass wir ihm auch diesen Wunsch erfüllen konnten, das Ehepaar Koch so zu würdigen.